Ja, guten Abend, liebe Leverkusenerinnen, liebe Leverkusener, liebe Kölner, die hier sind. Das Wahlergebnis ist zwar noch nicht offiziell und noch nicht klar, aber mein direkter Gegenkandidat, Herr Novak, hat mir schon gratuliert und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist also absehbar, dass wir diesen Wahlkreis also verteidigen können, meine Partei und ich. Ich möchte zunächst einmal allen Wählerinnen und Wählern, die in dieser schwierigen Zeit uns die Stimme gegeben haben und das also mit also sagen wir mal, einer solchen Stärke, allen Wählerinnen und Wählern möchte ich ganz herzlich danken. Ich bin der Abgeordnete aller im Wahlkreis, derjenigen, die mich gewählt haben, auch all derjenigen, die mich nicht gewählt haben und auch all derjenigen, die Parteien gewählt haben, von deren Wahl ich ausdrücklich abgeraten habe. Ich will der Wahlkreisabgeordnete für alle sein. Vielen Dank für dieses Vertrauensvotum. Vielen Dank. Partei danken, die mich immer getragen hat. Es war zum Teil nicht immer ohne Meinungsverschiedenheiten, aber das muss sein, das waren produktive und konstruktive Konflikte. Trotzdem hat man also immer im Wahlkampf mich voll unterstützt, darauf hatte ich mich auch verlassen. Ich hatte gedacht, dass es möglich sein muss, in der Sache zum Teil anderer Meinung zu sein, aber trotzdem in die gleiche Richtung zu ziehen. Genau das hat sich gezeigt und dafür möchte ich meiner Partei, der SPD, ganz, ganz herzlich danken. Danke euch. Ich möchte besonders Aileen, der neuen Parteivorsitzenden hier in Leverkusen, besonders danken. Ich habe sie sofort in turbulente Entscheidungskonflikte gebracht. Sie stand immer bei mir und hat das sehr gut gemacht, Aileen. Du hast deine Zukunft noch vor dir. Vielen Dank und eine gute Hand. Wenn du die Partei weiter so managst, wie es angefangen hat, dann hat Leverkusens SPD noch viel vor sich. Danke dir dafür. Der Bezirksvorsitzende der SPD, heute bist du als Bezirksvorsitzender der SPD
Mühlander, Köln-Mühlander, aber auch der Bezirksbürgermeister aus Mühlland, Norbert Fuchs, ein guter, persönlicher Freund von mir. Wir haben schon viel zusammen gemacht. Auch dir, Norbert, erneut herzlichen Dank für die Unterstützung in jeder Funktion. Auf dich habe ich mich in der Vergangenheit immer verlassen können. So war es auch diesmal. Norbert, danke dir ganz persönlich. Danke. Schließlich möchte ich meinem Wahlkampfteam ganz besonders danken. Hier sind hervorzuheben Tobias Jacquemin, Patrick Reinders, Harry Kölner, der Name ist echt, Harry Kölner und Guido Laue und Ismail Kutbay. Kommt bitte nach vorne. Vielen Dank euch und auch bei dieser Gelegenheit ganz herzlichen Dank an meinen Wahlkampfleiter hier in Leverkusen, Axel Zenz. Das war eine großartige Leistung. Danke dir. Und das ist nicht mit den Dankes, mit den persönlichen Danksworten schon fast vorbei. Ich möchte aber eines noch also dringend erwähnen. Ich danke auch all den Bürgern, die sich unter den Bürgerinitiativen Lev muss leben versammelt haben. Sie haben mich mit ihrer Initiative für einen Tunnelbau und gegen also einen Stelzenbau oder einen kurzen Tunnel zu jedem Zeitpunkt unterstützt. Auch das gehört hierhin. Vielen Dank allen, die über Lev muss leben mich unterstützt haben bei den Veranstaltungen und allen Bürgern, die zu meinen langen Vorträgen gekommen sind. Ich habe hier 8 Vorträge in einer Gesamtdauer von 2 Stunden pro Vortrag gehalten. Dass die Bürger das ertragen haben und mich trotzdem gewählt haben, bedarf besonderer Erwähnung. Vielen Dank dafür. Schließlich hoffe ich, meine Redezeit ist vorbei. Schließlich ich wünschte, ihr hättet andere so schnell unterbrochen wie mich. Aber schließlich auch dem Oberbürgermeister Uwe Richard herzlichen Dank. Hat sich in den Wahlkampf natürlich nicht eingemischt, aber war immer loyal. Und vielen Dank dir dafür, Uwe. Und ich möchte mich auch für den stets fairen Wahlkampf bedanken, für den ausgesprochenen, also fairen Wahlkampf. Dabei möchte ich insbesondere also die beiden, die anwesend mir gegenüberstehenden, erwähnen. Dich, Marie-Louise und Luisa Marie und auch den Kollegen Albach natürlich. Vielen Dank, der Wahlkampf war sehr fair, das ist auch so. Und auch also der Wahlkampf von Herrn Novak ist einigermaßen fair gewesen. Von daher, ich wünsche uns eine gute Zeit. Das endgültige Ergebnis wird ja noch kommen. Aber ich weise schon jetzt darauf hin, also wenn sich hier nichts mächtig dreht, davon gehe ich nicht aus. Sehen wir uns gleich im Dossi-Doss, da wird es eine lange Feier geben und viel zu erzählen und auch also Freibier natürlich, selbstverständlich, Freibier natürlich. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wie gesagt, vielen Dank.